Die Zukunft von Volkswagen scheint gesichert und dazu mal eine Zahl. Im September 2017 verkaufte das Unternehmen fast 600.000 Autos und damit wurde dieser September zum verkaufsstärksten Monat seit Bestehen des Unternehmens Volkswagen. Man könnte also sagen, die Verantwortlichen in Wolfsburg haben alles richtig gemacht. Stimmt auch, denn es gibt jetzt neue interessante Modelle, eine völlig neue Technik, sparsame und umweltfreundliche Motoren gibt es natürlich auch. Einer der Vertreter dieser neuen Techniken ist dieser T-Roc von Volkswagen und er basiert eigentlich auf dem Golf und viele sagen ja auch, er ist ein Golf-SUV, also ein Geländewagen. So wie er ausschaut und mit dem, was er bietet, könnte er ein absoluter Erfolg werden. Kleine SUV liegen groß im Trend und Volkswagen hat den mal wieder verschlafen, bislang zumindest. Denn jetzt bringen die Wolfsburger den neuen VW T-Roc endlich auf die Straße. Selten hat ein neuer Volkswagen so jung und frisch gewirkt wie dieser. Aber fährt er auch genauso? VW verspricht, dass der T-Roc das sportlichste SUV im VW-Portfolio ist. In meinem Auto ist ein 2 Liter TSI-Motor installiert, also ein turboaufgeladener Benziner, der leistet 190 PS. Das wäre auch mein Motor, denn damit hat man immer reichlich Power, auch unten raus, denn er besitzt 320 Newtonmeter Drehmoment. Volkswagen gibt eine Topspeed von 216 an und einen Verbrauch von 6,7 Litern. Wenn man Vollgas auf der Autobahn unterwegs ist, wird das auch schon mal ein Liter oder zwei mehr werden. Das Topmodell mit 140 kW Leistung sprintet von 0 auf 100 km/h in 7,2 Sekunden und kommt stets mit Allradantrieb und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das ist viel Leistung in der Kompaktklasse. Klar, dass der äußerst gut am Gas hängt. Der Preis für den von uns getesteten Wolfsburger liegt bei 30.800 Euro in Deutschland. Es gibt bei diesem Allradler ein sogenanntes 4-Motion-Aktiv-Kontrollsystem. Das bedeutet, man hat hier einen Erlebnisschalter, den nennt man so. Da kann man verschiedene Fahrmodi einstellen, zum Beispiel, wenn man im Winter unterwegs ist, im Schnee, im Gebirge oder auch auf der Landstraße. Man kann auch eine individuelle Einstellung vornehmen, also es ist alles an Bord. Auch wenn der Verdacht nahe liegt, der T-Roc ist kein höher gelegter Golf. Seine Eigenständigkeit unterstreicht der 4,23 Meter kurze Fünftürer durch eine Formensprache, die kein Vorbild in der Modellpalette hat. So findet sich an der Front ein breiter Kühlergrill mit integrierten, nahezu in den Grill eingewachsenen Scheinwerfern. Die Seitenlinie ist von bauchigen, ausgestellten Rathäusern geprägt, die den Geländewagencharakter des Volkswagen T-Roc unterstreichen sollen. Das Dach ist dabei farblich abgesetzt und bringt ein wenig Individualität ins Spiel. Das tut dem T-Roc gut, ähnelt er schließlich gerade von der Seite seinem Bruder, dem Audi Q2. Die Kunststoffbeplankung rundum unterstreicht den Geländelook und wird von einem angedeuteten Unterfahrschutz ergänzt. Die LED-Rückleuchten und die scheinbar integrierten Auspuffblenden wirken hingegen modern, wenn auch nicht außergewöhnlich. Sein Kofferraumvolumen liegt, segmentüblich, zwischen 445 und 1290 Litern. Wie es das Exterieur vormacht, so hat sich auch der Innenraum dem Lifestyle verschrieben. Die SUV-Anmutung, die stark dem Stil des Volkswagen Golf Sportsman entspricht, lässt sich mit individuellen Blenden nach eigenen Wünschen einrichten. Allerdings bietet der Volkswagen T-Roc mit dem ACT, dem Active Info Display, digitale Instrumente und wirkt damit etwas moderner. So ein SUV sollte immer einen Allradantrieb besitzen. Damit ist man in der Lage, auch einen schweren Hänger zu ziehen. Man kommt besser aus einer nassen Wiese heraus. Und wenn es mal geschneit hat, dann ist man mit einem Allradantrieb auch ein bisschen sicherer unterwegs. Eines muss man klar feststellen, mittlerweile ist fast jedes dritte Auto ein SUV oder Crossover und das bedeutet, in wenigen Jahren werden diese Autos hier, ob nun größere oder kleinere, das Straßenbild absolut dominieren.